Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe gerade von der Post was abgeholt, beziehungsweise von der, ist ja keine echte Postfiliale, ist halt in einem Laden eine Filiale von der Post. Und da kam mir der UPS-Fahrer entgegen. Habe ich gleich angenommen. Das werden wir jetzt gleich unboxen. Wenn das ist, was ich denke, dass es das ist, wenn ich das nicht verwechselt habe, weil ich kriege zwei UPS-Sachen. Dann sollte hier endlich meine neue Facecam sein von Elgato, weil ihr wisst ja, mit der ersten Facecam hatte ich seit dem Update der Software, seit dieser Prompt da mit drin ist, Probleme, dass die immer weg war. Also die ging eine Weile, dann war sie weg. Also habt ihr im Stream keine Kamera mehr gesehen, dann musste ich halt in der Software von Facecam auf Camlink wechseln, weil ich habe ja auch einen Camlink dran für die große Kamera, mit der ich jetzt gerade filme. Und dann wieder zurück, egal ob die dran war jetzt oder nicht, einfach nur immer wechseln und wieder zurückwechseln auf Facecam, und dann ging sie wieder eine Weile. Und ich habe das auch gemacht, die haben mir dann so eine Update-Datei geschickt, und dann haben sie gesagt, wie ich das machen muss bei der Facecam, also bei der CamHub-Software, dass ich die manuell updaten kann, also nicht vom Server, sondern halt mit einer Update-Datei. Das habe ich gemacht. Dann wurden mir auch wieder Updates angezeigt, weil vorher wurden mir keine Updates mehr angezeigt. Ich habe keine Updates. Also von der Kamera. Ja? Und die Software, Kamera Hub, die ja, aber halt von der Kamera direkt nicht mehr. Dann wurde mir aber noch wieder Software angezeigt. Ich sollte aber noch nicht aktualisieren. Hab dann das getestet, war immer noch. Hab sie aktualisiert, immer noch. Dann habe ich im Support gelesen, dass man da, wo man die Software macht, dass es da dann auch noch weiter unten einen Punkt gibt. Wurde halt auch nur über diese Tastenkombination drin kommst, wo du wechseln kannst zwischen automatisch, dann irgendwas mit I und irgendwas mit D. D ist für Windows und I ist jetzt für Mac-Benutzer, dass es dann besser funktioniert. Habe ich beides getestet, für Windows und für Mac, weil automatisch war ja sowieso drin, hat beides nicht funktioniert, hat beides wieder nur kurze Zeit funktioniert, und dann war die Kamera weg. Und dann habe ich gefragt, ja, wenn, weil ich habe ja für meine 169 bezahlt, die kostet ja nicht mehr so viel. Und die Facecam MK2, die neue, die mit mehr Lichtausbeute und so, und HDR, die hat ja, kostet ja 149, ob ich dann gleich in die MK2 wechseln kann. Und Elgato war so korrekt und hat gesagt, na klar, machen wir. Und dann sollte jetzt hier eigentlich die MK2 Facecam drin sein. Werden wir jetzt gleich mal unboxen und mal rinkicken. Ich switche mal. So, und wir sind geswitcht. Dann machen wir das jetzt einfach mal auf. Ich muss aber vorher mal kurz reingucken, nicht dass hier irgendwie. Nee, ist kein Zettel. Gut. Puh, ich dachte nicht, dass da ein Zettel mit Adresse oder irgendwas liegt. So, oder? Ist da noch was drin? Nö, ist alles leer. So, dann hat meine Tochter wieder einen Karton zum Rum. Malen, die steht da irgendwie momentan drauf, um Kartons rumzumalen. So, die ist halt was schmaler. Die andere, die normale Facecam, ist ja was höher. Und die hat auch Premium Full HD Webcam. Webcam, Full HD. USB-C-Kabel. Hier müsste einfach, die soll auch HDR haben. Ach, mit einem Sony-Sensor. Okay. Ja, dann gucken wir mal rein. Ich hasse das. Das ist jedes Mal das Gleiche bei diesen Dingern. So. Hoppala. So. Dann haben wir hier Anleitungen. USB-C-Kabel. Oh, diesmal so ja mit Elgato-Zeichen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da ist ein Elgato-Zeichen. Das war bei der ersten Facecam nicht. Vielleicht auf dem USB vorne. Oh, hier hoch. Das ist geil. Dann kannst du den wenigstens auseinanderhalten, wenn du rausziehst. Achso, Elgato. So, hier haben wir denn nichts weiter. Dann halt obligatorisches Klopapier.
Und hier dann nochmal, gucken wir nochmal kurz rein. Ja, das mit dem Mountain-Teil hier praktisch, also mit der Halterung am für den Monitor, das werde ich nicht machen. Ich habe ja, so wie die Kamera jetzt hier an so einem Dings dran ist, habe ich ja da auch dran. Da werde ich das dann raufschrauben. Brauche ich nicht. Da, so, das habe ich. Aber halt jetzt nicht so. Wartet. So, ich habe praktisch das, aber halt nicht so, dass es hier vom Dings hochkommt. Das habe ich ja für meine Keylight, geht hier hoch. Und dann gab es, oder ich weiß es nicht, ob es das jetzt noch gibt, für, ja, dass man das zum Ranklemmen hat. Also das hat praktisch so wie so eine Schraubzwinge. Das habe ich hier dran. Und dann geht halt der Arm ran und da habe ich es dran. Ich könnte das auch anders machen. Ich habe nämlich noch so eine Stange von der normalen Cam. Könnte ich halt auch von der normalen Cam und dann hoch. Also ist ja auch wie ein Sprung. Enjoy. Zoom, Skype, MS, OBS. Ja. Also eigentlich nichts Bewegendes jetzt hier drin. Jetzt gucken wir uns mal an. Ah, auch ein Elgato-Aufkleber. Ah, den kann ich noch benutzen. So. So, da haben wir dann praktisch hier die neue Facecam, wesentlich schmaler als die alte und die hat die Verbesserung, nicht jetzt mit Magneten das Ding zum Festmachen, sondern hier auf, oh, da muss aber lange Fingernägel haben hier, zumachen, hier ist dann das Licht wieder, hier haben wir dann gleich den Standfuß mit dran gemacht, hier ist der USB-C-Kabel, indirekte Lüftung, Elgato-Zeichen, oben drauf und hier im Gegensatz zur letzten Facecam. Oder war das da auch schon mit Schrauben? Ich weiß es gar nicht. Genau. War das bei der Brio nur zum Stecken und bei der Elgato auch zum Schrauben? Das weiß ich gar nicht, ob bei der ersten das auch zum Schrauben war. Bei der Brio ist hier so ein Plastinippel. Ja, dann steckst du rein und fertig. Hier, die habe ich ja jetzt momentan als Kamera gerade dran. Also meine Ausweichkamera. Oh. Und wir nutzen halt das, um festzuschrauben. Ja. Da kommt dann halt hier USB-C-Kabel hier oben rein. Den werde ich dann auch so machen, dass das Elgato-Zeichen oben ist. Und dann den Kabel, den müssen wir dann legen. Dass wir da auch den neuen Elgato-Kabel nehmen und nicht den alten. So, auf so. Geil. Geil, 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 geil. Und dann werden wir nachher mal noch ein Video machen und testen. Dann zeige ich euch die Software, was wir jetzt denn für neue Einstellungen haben mit der Kamera. Weil da sollen ja neue Einstellungen da sein. Und ich werde mal gucken, ob er vielleicht sogar erkennt die Einstellung von der Facecam 1. Die sind ja noch gespeichert, glaube ich. Ob ich die dann halt hier auch gleich so übernehmen kann. Und dann halt variieren kann. Müssen wir mal gucken. Ja. Nehmen wir das mal weg. Ich freue mich. Und ich hoffe, dass die jetzt nicht wieder ausfällt, weil sonst kriege ich einen Hals. Weil die Brio habe ich keine Probleme. Es ist halt nur die Facecam, die momentan Probleme gemacht hat. Ich habe ja gedacht, dass es irgendwie der PC ist oder so. Aber dann würde ja die Brio auch ausfallen. Aber da ist gar nichts. Naja, wir werden es gleich testen. Bis dahin soll es jetzt erstmal für das Unboxing gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.